Was geht ab, meine Z-Fighter, Osiria? Und wir haben nun endlich erste Informationen zu dem 250 Millionen Download-Banner als auch zur Feier selbst. Ich habe ja immer gesagt über die letzten Monate, euer Boy wartet auf jeden Fall erstmal auf handfeste Informationen seitens V-Jump und diese haben wir heute bekommen. Deswegen werden wir uns detailliert alle ersten Informationen zu der 250 Millionen Celebration anschauen. Diese Celebration, für diejenigen, die nicht wissen, was das ist quasi eine Feier dazu, dass das Spiel sowohl globales Zucker Battle als auch japanisches Zucker Battle eine bestimmte Anzahl an Downloads erreicht hat und dafür gibt es dann quasi eine Celebration mit einem dicken Ticket-Banner. Wir werden uns gleich alles genauer ansehen, wie gesagt. Und wie gesagt, es ist für beide Versionen japanisch und für das globale Zucker Battle. Deswegen würde ich sagen, ich habe eben darauf gewartet über die letzten Monate, dass wir endlich so handfeste Informationen, offizielle Informationen bekommen seitens V-Jump. Erste Informationen sind das, die wir heute bekommen haben. Aber um ehrlich zu sein, haben wir die V-Jump-Scans noch nicht. Wir haben aber alles aus dieser Website hier, das ist eine japanische Webseite, mit Google-Übersetzer quasi übersetzt, die quasi schon vorab uns herausgegeben hat, bzw. preisgegeben hat, welche ersten Informationen wir für das 250 Millionen Download-Banner, beziehungsweise auch Fire, erwarten können an der Stelle. Die V-Jump-Scans, ich habe wirklich lange Stunden drauf gewartet, bis sie erscheinen, deswegen kommt das News-Video ein bisschen später als sonst. Sind noch nicht erschienen, weil mir ist eingefallen, warte mal, NJP ist nachts, morgens nachts, heißt die Dudes schlafen noch, deswegen dachte ich mir, okay, ich schaue schon mal die Informationen für euch hier raus, die erste Information, die wir haben. Wenn die V-Jump-Scans auf jeden Fall nachgereicht werden, reiche ich euch auch die Informationen dazu nach, beziehungsweise die V-Jump-Scans selbst. Aber gehypt sind wir auf jeden Fall an der Stelle, wir switchen zwecks Übersetzung mal zu Reddit Dokkan. Reddit schaut an jeden, der hier natürlich beteiligt ist, an die ganzen Leaker, iSeries, Kawaii und den Dude, der das Ganze übersetzt hat. Ranmerk 1995. Alles klar, und zwar die vorerst ersten Informationen für die Feier, für das 250 Millionen Download Feier, sind zum einen, dass es ein Event geben wird, wie damals zum 200 Millionen Download Banner, nämlich JP vs. Global. Also die japanische Dokkan-Battle gegen das globale Dokkan-Battle, beziehungsweise gegen den Rest der Welt so gesehen. Da wird es quasi verschiedene Bedingungen geben, mit den Bedingungen können wir quasi Punkte sammeln und dann wird es einen Gewinner geben und Verlierer. Der Gewinner bekommt dann hier an der Stelle einen Strength Super Saiyan Goku aus der Namek-Saga, nehme ich mal stark an, und der Verlierer bekommt dann ein physisch Super Saiyan Final Form Freezer. Heißt ja zum Beispiel, letztes Jahr hat das globale Dokkan Battle verloren, da haben wir einen Yamcha bekommen, die Gewinner, japanische Dokkan Battle hat dann Vegeta bekommen im pinken Hemd. Ja, den wollte ich auf jeden Fall am liebsten, aber was soll's. Anyway, in diesem Wettkampf, sage ich mal, gibt es folgende 7 Events, in denen wir Punkte sammeln können. Nämlich, es wird hergesehen und geschaut, welche Version von beiden, ob Global oder JP, clears am meisten Stages, schafft am meisten Stages, tut am meisten seine Charaktere trainieren, tut am meisten Charaktere Dokkan erwecken, farmt am meisten Zenny, beziehungsweise gibt am meisten Zenny aus. An der Stelle, falls ihr schon mal vorbereiten wollt, ihr könnt ja vom Extreme Set von Broly über 31 plus Herkules-Statuen sammeln. Ich würde so gesagt haben, ist kein Muss, das Ganze hat noch nicht angefangen. Wir gucken uns aber gleich an, wann das Ganze denn released wird. Und dann Nummer 5, Amon of Recruit the Warrior that stood on his Homeland Piccolo. Okay, das sollte dann wahrscheinlich eine Anzahl an Piccolos sein, die wir uns holen können während der Celebration. Es wird nämlich noch ein Piccolo geben, Free-to-Play Piccolo, gucken wir uns genauer an, wir wissen ein bisschen mehr dazu. Und dann ansonsten Overall Rank Up, also Overall Level von den Spielern. Und ansonsten die Anzahl an Support-Items, Frog, die wir da sammeln während der Celebration. Und ihr merkt schon, das Frog, nehme ich mal stark an, ist Ginyu in seiner Froschform. Also als er sich quasi die Körper getauscht hat und zum Frosch wurde. Und wer quasi aus diesen 7 Events die meisten, ja, ich sag mal, Punkte sammelt, der gewinnt dann entweder, wie gesagt, den Super Saiyan Shenkoku oder physisch physisch Final Form Freezer. Alles klar, so viel zu dem Wettkampf. Gab es im 200 Millionen Download Banner ebenso, kommt in 250 Millionen Banner. Download-Banner ebenso. Ansonsten bekommen wir zum Login-Boni ein Piccolo. Battle as Namekian Piccolo Dokkan Awakens. Also wir bekommen erstmal ein Piccolo, den wir bekommen hier. An der Stelle, you can obtain this Piccolo as Login-Boni. Richtig, wir bekommen Piccolo. Er wird vom Super-Agile-Type sein. Und diesen Piccolo kann man Dokkan erwecken. Und zwar wird er eine Transformation haben. Wenn die Bedingungen stimmen, wird er sich mit Nail fusionieren und dann quasi eine Transformation herbeiführen. Mehr wissen wir dazu nicht. Das sind erstmal alle Informationen, die wir haben. Aber das ist auf jeden Fall geil, dass quasi wir Free-to-Play Piccolo bekommen mit der Transformationsmechanik, der mit Nail sich dann fusioniert. Finde ich gut, bin auf jeden Fall gespannt darauf. Aber nun kommen wir zu dem dicken
Nun kommen wir zu dem Dicken, nämlich in diesem Download-Fire kommt ein Download-Banner. In dem Fall wird es das 250 Millionen Global Download Celebration bzw. Dokkan-Fest-Banner sein. Oder halt JP an der Stelle dann, je nachdem welche Version. Wie gesagt, es kommt auf beiden Versionen. In diesem Banner werden sehr viele Dokkan-exklusive Charaktere sein. In dem 200 Millionen Download war es ebenso, in dem 150 Millionen Download-Banner ebenso. Ich schätze mal, es werden alle Dokkan-exklusiven Charaktere drin sein, außer Ele Vegito, Ele Gogeta und Thales. Weil die sind legit erst neu in die Version reinkommen, ins Global Dokkan Battle. Ins Japanische könnte das Banner schon auf jeden Fall ein bisschen anders aussehen. Anyway, in diesem Banner können wir mit Tickets sammeln. Mit einem Ticket könnt ihr einen Charakter beschwören. Heißt, wenn ihr 5 Tickets habt, könnt ihr 5 Charaktere per Multisum beschwören. So war das bis jetzt immer. Wir wissen quasi zum Inhalt selbst nichts, aber wir wissen, wie das mit den Ticket-Bannern, mit den Download-Bannern läuft. Wie bekommt man diese Tickets? Man bekommt pro 50 Dragonstones, die man in einem bestimmten Zeitraum ausgegeben hat, bekommt man ein Ticket. Und ich habe ja immer über den letzten Monat gesagt, ich warte eben auf die V-Jump-Scans, bis sie uns einen Zeitraum nennen. Und dieser Zeitraum ist Juli, 22. Juli 2017 bis 21. August 2018. Also knapp mehr als ein Jahr. Juli, 22. Juli sollte kurz vor dem 200 Millionen Download-Banner sein, kurz vor Omega Shenlong und Vielfach Gogeta, sowohl auf JP als auch Global. Und dann geht das Ganze quasi bis zum 21. August in diesem Zeitraum, 2018 wohlgemerkt, es ist ein bisschen mehr als ein Jahr, in diesem Zeitraum. Pro 50 Dragonstones, den ihr auch verschwendet habt, ausgegeben habt, nicht nur in Summon, auch für Seminary Cover und so weiter und so fort, für Teamkosten nicht, sondern Anzahl der Charakter-Slots, egal, 50 Dragonstones müsstet ihr in diesem Zeitraum hier, den ich euch markiert habe, ausgegeben haben und je 50 Dragonstones sind ein Ticket und das ist natürlich für jede Person einzeln gesehen, ja, heißt jede Person, beziehungsweise sagen wir mal ich, 50 Dragonstones über einem Jahr sind ein Ticket. Das wird auf jeden Fall geil, da werden auf jeden Fall sehr viele Tickets bei mir speziell droppen. Wie gesagt, wir wissen zum Inhalt selbst nichts, das waren die ersten Informationen, wann könnte das Ganze kommen. Der Zeitraum geht zwar bis zum 21. August. Könnte es sein, dass es kurze Zeit danach kommt? Ich denke eher nicht, dass es direkt am 21. August kommt, die ganze Celebration, die ganze Feier dazu. Sondern ich denke eher Ende August, Anfang September. Denn die momentane Celebration, vor allem das mit Dragon Ball Super Broly, geht auf beiden Versionen bis zum 28. August. Und da so um den Dreh herum, wie gesagt, Ende August, Anfang September, sollte das Ganze mit den 250 Millionen Celebration, Download Celebration starten. Auf beiden Versionen, wie gesagt. Das waren alle Informationen aus den V-Jump-Scans, die allerersten Informationen, die wir hatten, wie gesagt, über digital, über die Webseite, das Ganze kommt noch, der ganze Scan, wenn das kommt, reiche ich es euch nach, aber wir haben noch eines weiteres, nämlich die Leaker, Shoutout an iSeries und Kawaii haben über die letzten Tage ein paar Sachen geleakt, ich habe, wie gesagt, erstmal auf handfeste Informationen gewartet, die wir jetzt dann heute bekommen haben, Gott sei Dank, nämlich sie haben gesagt, das habe ich auch ganz getweetet, wie gesagt, checkt am besten die ganzen Social Media Kanäle aus, die Links in der Beschreibung, da habe ich eben gesagt, da haben sie gesagt, Ende August soll das 250 Millionen Download Event starten mit einem Duel Fest zu einem Goku Super Saiyan und Freezer Final Form, heißt, dieser Goku und Freezer, den wir als Preis bekommen, ist eigentlich noch nicht die Karten, das Event, das Duel Fest, um das es sich dreht, nämlich da sollten eigentlich zusätzlich noch Charaktere kommen, denn so zu 250, zu Download Bannern, sage ich mal, zu Download Bannern feiern, kamen auch immer ein Duel Dokkan Fest oder halt ein Dokkan-Fest, womit man quasi auch summon konnte. Das letzte war, wie gesagt, Vierfacher Gogeta und Omega Shenlong. Heißt, diese Preise, sei es der Goku oder Freezer, denke ich, werden nichts mit dem Dokkan-Fest zu tun haben, das noch kommen wird. Und zusätzlich sollte dann Mitte September noch ein LR Goku und Freezer, der aus dem Dragon Ball Super Tournament of Power Saga erscheinen, so wie das hier geleakt wurde. Und ein LR Great Saiyan Man 1 und 2 aus dem Friends Summon. Und wie gesagt, damals habe ich doch, wie gesagt, es sind Leaks, die Quellen sind ungenau, man sollte es mit Vorsicht betrachten. Aber 6 erste Informationen kam heute in den V-Jump-Scans rein. Das sind auf jeden Fall offizielle und legitime Informationen, die können wir auf jeden Fall so betrachten, wie das ist. Und genau, so viel dazu. Ansonsten lass mal ganz kurz runterscrollen, ob ich irgendwas vergessen habe, was ich euch noch nennen könnte. In JP geht eine Wartung, könnt ihr euch gerne abchecken. Und ja, wie gesagt, um es kurz zu fassen, hier 250 Download Celebration wurden im Vorjob angekündigt. Die Scans sollten noch heute folgen, wenn nicht, dann spätestens morgen. Pro ausgegebenen Dragonstones im Zeitraum 20. Juli 2017 bis 21. August 2018 gibt es hier ein Ticket. Dann gibt es wieder einen Wettkampf JP vs. Global. Gewinner erhält Super Saiyan Goku, Verlierer erhält Freezer Final Form und ein Login-Bonus mit Piccolo mit Nail-Transformation, meine lieben Freunde. Zudem wurde noch ein Boss Rush 6 angekündigt für das
250 Millionen Download Celebration, das sollte auch erscheinen, ist inbegriffen in der Celebration selbst. Gibt 35 Stones dazu. Zudem, er hat noch Kawhi getweetet, dass es, man zusätzlich durch die Missionen noch für das Boss Rush 6, wenn man das bewältigt, etwas bekommen wird. Man weiß noch nicht, was es ist. Ansonsten, was es noch bevorsteht, Leute, kam heute noch Informationen rein zu den Summon-Animationen ins globale Dokument. Battlefield 2.0 kam noch rein und noch andere weitere Charaktere, beziehungsweise die in der Zukunft eh kommen sollten. Aber an der Stelle heißt es, das nächste große, was kommt, ist die Millionen-Banner, beziehungsweise die Download-Celebration. Deswegen würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, spart jeden einzelnen Stone, weil zu der Celebration kommt auch was Dickes, nämlich so ein Dokkan-Fest. Und ja, eigentlich ist es ja schon quasi angekündigt oder mehr oder weniger in den Daten, dass es sich um einen neuen Super Saiyan Goku und Freezer handeln wird und ein LR Goku und Freezer eventuell. Heißt, Freunde, spart auf jeden Fall eure Stones. Ich würde jedem raten, jeden einzelnen Stone zu sparen, für das, was uns bevorsteht. Und für diejenigen, die sich fragen, was jetzt mit Evolution Vegeta, sollte dann auf jeden Fall danach kommen. Zeitraum Oktober so. Zeitraum September wird auf jeden Fall geschmückt sein mit dem 250 Millionen Download Celebration Banner und was uns alles erwarten wird. Boss Rush 6, Battlefield. Ihr merkt schon, es kommen wirklich sehr viel neue News rein und raus. Ich guck mal kurz, ob da irgendwas was Neues reinkam. Nee, kam es nicht. Wie gesagt, Freunde, falls die V-Jump Scans auf jeden Fall kommen werden, lasse ich es euch auf jeden Fall wissen auf meinen Social Media Kanälen, wie die Scans aussehen. Aber vorab sind das die ersten Informationen zu dem 250 Millionen Download Celebration. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ihr auch so im Hype seid wie ich, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und Freunde, falls das Neues reinkommt, lasse ich es euch so schnell wie möglich wissen. Bis dahin wünsche ich auf jeden Fall eine schöne Zeit und wir sehen uns das nächste Mal, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.